Also ich selber denke, dass Sozial- und Demokratieabbau und auch die Verletzung der Grundrechte und Menschenrechte gleiches einhergeht mit rechtspopulistischen Auffassungen. Also Rechtspopulismus bedeutet, Ängste zu schüren, andere wie soziale Randgruppen, Ausländer, die da oben für Missstände verantwortlich zu machen, Sündenböcke zu konstruieren und Gruppen von Menschen hierarchisch zu werten oder abzuwerten. Es werden zum Beispiel Feindbilder aufgebaut, zum Beispiel die Ausländer oder Asylbewerber, die Juden und Israel, die Amerikaner, Roma und Sinti, der Islam, natürlich auch Langzeitarbeitslose, auf das Thema, was ich nachher besonders eingehe. Und laut einer Forsa-Umfrage des Freitags will jeder zweite Deutsche die Zuwanderung stoppen. 80% der Linken und 27% der grünen Wähler glauben, der Islam bedrohe westliche Werte. Jeder dritte Grünwähler will, dass die Zuwanderungsgesetze verschärft werden. Also von den Konservativen brauchen wir es gar nicht zu reden. Es gibt allerdings auch Rechtspopulismus gegen Hartz-IV-Bezieher, aber natürlich auch von Hartz-IV-Beziehern. Schlagzeilen der Bild-Zeitung waren zum Beispiel: In Florida leben, hier Stütze kassieren, Villenbesitzer kassierte Stütze vom Staat, Hartz-IV-Betrüger packen aus. Also in ganz Europa breitet sich der Rechtspopulismus aus. In Deutschland gibt es ja Pro-Deutschland, aber es ist halt noch nicht so in dem Parteiensystem verankert wie in, oder die sind noch nicht so anerkannt wie sozusagen in anderen europäischen Ländern. Mir war auch wichtig, eben diesen Zusammenhang zwischen Prekarisierung, also Arbeitswelt in der Arbeitswelt und Rechtspopulismus zu zeigen. Das ist einmal die Repräsentationslückenthese. Die Arbeitswelt ist für die Entstehung nationalistisch ausgrenzender Potenziale relevant, da die fehlende Repräsentanz der dortigen Probleme und Verwerfungen im politischen System eine populistische Lücke hervorbringe. Also das heißt, die Arbeitswelt ist da wichtig für die Entstehung von Rechtspopulismus. Und was besonders wichtig ist, dass viele Menschen halt prekäre und arbeitende sozusagen das als Arbeitsleid empfinden und dafür keine adäquate Belohnung bekommen. Oder sie sehen halt sich nicht ausreichend belohnt, und das führt dann wiederum zu autoritären und nationalistischen Deutungen, zu Aggressionen gegenüber anderen Gruppen und so weiter. Die Identitätsstabilisierungsthese, man sucht halt den Anschluss an ein starkes Kollektiv, was dann die Nation ist. Und dann gibt es noch die Verstärkerthese, dass Arbeitserfahrung halt nicht die Ursache, sondern nur Verstärker dieser nationalistisch ausgrenzenden Einstellung sein. Also die krisenhaften Arbeitserfahrungen die latent vorhandenen Einstellungsmuster würden durch die krisenhaften Arbeitserfahrungen halt hervorgebracht. Diesem Sozialchauvinismus, der Begriff stammt ja von Lenin, und das Bündnis hat folgende Definition sozusagen für den Begriff ausgemacht. Das ist eine eigene Überhebung über eine ökonomisch niedrig stehende Person oder Gruppe, die für ihre gesellschaftliche Position selbst verantwortlich gemacht wird. Da kamen dann Einwände, dass ja auch Hartz-IV-Bezieher, die halt ökonomisch niedrig stehen, selbst auch rechtspopulistisch sein können. Dann meinten sie aber, dass die Abwertenden sozusagen dann sagen würden, ja, eigentlich gehören sie ja gar nicht zu der Gruppe, weil sie ja nur ungerechterweise dazu gezählt werden, und die anderen würden sich halt nicht genügend anstrengen und sie würden halt nicht zu dieser Gruppe der Faulen und dergleichen gehören. Menschen werden halt wegen ihrer Bildung, Herkunft, dem sozial-ökonomischen Status abgewertet. Das ist das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit und der Nützlichkeitsethik. Also da komme ich nachher bei den Studien noch dazu. Die Abwertung dient auch der Legitimierung von Privilegien. Sie wirkt ausgrenzend und disziplinierend für den Rest. Sie fördert die Anpassung an eine für den Arbeitsmarkt zugeschnittene Lebensführung. Das Versagen auf dem Arbeitsmarkt gilt halt als Nichterfüllung der Norm, und der ökonomische Misserfolg sei selbst verschuldet und kann damit auch mit Sanktionen bestraft werden. Der Sozialchauvinismus ist auch anschlussfähig, da gibt es Anknüpfungspunkte, zum Beispiel an Rassismus. So sagte Horst Seehofer am politischen Aschermittwoch,
Er werde sich bis zur letzten Patrone gegen die Zuwanderung in deutsche Sozialsysteme wehren. Die Bild titelte, 90% der Libanesen kriegen Hartz IV. Und anschlussfähig auch oder Anknüpfungspunkte an Sexismus. Oft werden Hartz-IV-Mütter so dargestellt, als wenn ihre einzige Produktivität halt beim Kinderkriegen von gesellschaftlich in Anführungsstrichen unnützen Kindern bestehe. Also die Definition war sozusagen, Sozialchauvinismus ist institutionelle Produktion von Ausschluss und zugeschobene Selbstverantwortung. Während es beim Rassismus um Rasse, ethnische Herkunft, Biologie, Nationalität und so weiter geht, steht beim Sozialchauvinismus der ökonomische Status im Mittelpunkt. Die Ergebnisse zeigen, dass eine ökonomisierte Gesellschaft auch ein Nährboden für elitär motivierte Menschenfeindlichkeit sein kann. Vor allen Dingen sozial benachteiligte Bürger fühlen sich politisch machtlos und nehmen infolgedessen ihre Beteiligungsrechte seltener wahr. Und zweitens, aufgrund dieser fehlenden Möglichkeiten, ihre Anliegen politisch geltend zu machen, entwickeln sie Ressentiments gegen andere schwächere Gruppen. Vielleicht haben die noch und gerade jene, die am stärksten oder sich auch am stärksten von der Krise betroffen fühlen und die politisch besonders unzufrieden sind, zeigen sich politisch am wenigsten beteiligungsbereit. Also gerade jene, die am meisten an den Folgen des autoritären Kapitalismus leiden, haben politisch resigniert. Und wenn sich die Machtlosigkeit der unteren sozialen Lagen mit dem Autoritarismus der politischen Rechten verknüpft, kann die Unzufriedenheit gegen schwache Gruppen gerichtet werden. Die Rechtspopulisten nutzen die Ohnmachtsgefühle und Unzufriedenheit der Menschen und fordern mit ihren Parolen ein härteres Durchgreifen.